Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Patrick, aka Doomsday. Willkommen zu meiner zweiten Let's Play Session zu Call of Duty Modern Warfare 2, der Early Access Kampagne. Wir sind gestern stehen geblieben, als wir in der Mission El Cienombre waren. Und genau da werden wir heute weitermachen. Und mal schauen. Ich glaube nicht, dass wir es durchkriegen werden, weil ich werde jetzt nur 2 Stunden streamen können. Deswegen denke ich mal, werden wir morgen nochmal den dritten. Eine dritte Live-Session machen, um es dann zu beenden, würde ich sagen. Und ich schaue nochmal, ob hier alles läuft. Ja, sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit der zweiten Session zu Call of Duty MW2. Let's go! Erst wenn ich es sage. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Und mach's Alles importante. gut. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss sagt keine Drohung. Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Au. Befolge die verdammten Regeln! Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Las Almas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. El Cienombre ist hier unten? Nein. Cienombres persönliche Sicaria ist es. Valeria, hay uno más. Und Gringo. Muévete! Setz dich. Mach zu schwuppen, Junge. Hätt's gleich eine. Kann ja wohl nicht wahr sein, am frühen Morgen. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kommt zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Niños! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Wer? Todo un caos, no vi. En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Nope. Jetzt du, Blanquito. Wer rief uns an? Ich will die Wahrheit sagen. Oder? Das war die mexikanische Armee. Er lügt! Meine Truppen kämpfen gegen die Angreifer! Bist du dir sicher? Nicht ganz. Es war nicht die Armee. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Vorhin klang das noch anders. Ich glaube, das war falsch. Nochmal sowas, dann mache ich Stückchen aus dir. Sin embargo! War schon wieder so lange her. Wir fanden die Leichen. Fuerzas Especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Bombio. Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company.
mit Söldnern zusammen. So ungefähr, ja. Esas pinches viboras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Ich bin auch noch der. Revisa mi bolsillo. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Ein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Alejandro Vargas. Ganz sicher? Eigentlich nicht, aber... Das ist Alejandro. Alejandro. Coronel Vargas leitet Los Vaqueros. Er ist kein Söldner. Nope, das war falsch. Vergiss nicht, Alejandro sagte, das sei die Wahrheit. Pony Emblem. Ein Beweis. Wollt's mal testen? Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Ghost, der Anführer? Nicht Price. Ghost. Ich will einen Namen, kein Rufzeichen. Dann Philip Graves. Philip Graves. Phil Graves. Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Er will euren Boss. El sin nombre. Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeit, dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Ups. Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Komm schon, Guerra. Symbolisch. Damit das klar ist, wir sind alle mit dir fertig. Sinon, Alter. Wird über dich entscheiden. Dich merke ich mir. Dein Gesicht merke ich mir definitiv, Junge. Vamos. Da lang. Gut, du warst es jetzt nicht. Wollte ich dahin, merke ich mir definitiv. Los Vaqueros operieren schnell. Ich bin im Penthouse bei El Sinombre. Wann treffe ich es in Nombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich habe das Gefühl, El Sinombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Was ist der Plan? Du wirst hier warten, Soap. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie, Chefe. Komm klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Wir. Gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro, du auch, Kumpel. El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Nett. Bin ein Sneaky Misch. Hier. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Ghost, sind drin. Wie sieht's aus? El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Render, zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir El Sin Nombre und erledigen wir das.
Ende. Ja. Mal machen. Hol Diego Schlüsselkarte aus der Offrenda im zweiten Stock oder finde einen Weg aufs Dach. Mach ich ihn. Ich entscheide mich fürs Dach. El sin nombre tiene alguna respuesta ya? ¿Sabemos quién organizó esto? Todavía no. Estaban bien equipados. Quizá los gringos. Wie auch immer ich aufs Dach komme. Das sieht gut aus. Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Central, C1. Voy hacia la armería. Dos minutos. Hab eine Flasche. Nützlich, um die Wachen abzulenken. Ich bin im zweiten Stock. Vielleicht hole ich auch doch die Schlüsselkarte. Hab ein Wurfmesser gefunden. Gut, damit solltest du unentdeckt bleiben. Hab eine Flasche gefunden. Gut für Ablenkungen. Alejandro, hab Diego gefunden. Roger. Ich hab, ach da. Expansion. Ich will mein Aufsteigen von allen Brücken in das Altersbauwerk schlagen. Lomo, geh ran, Mann. Hey, ich habe einen Job für dich. Ruf mich zurück, beeil dich. Bleibt der jetzt da stehen? Sieht so aus. Will ich den jetzt umbringen? Warte mal, ich will noch mal gucken, ob er wirklich da stehen bleibt. Ja, okay. Dann legen wir ihn mal um. Verlier das Messer nicht, Hermano. Hab eine Waffe gefunden. Vorsicht, Hermano. Wenn du Krach machst, haben wir sie alle am Hals. Sag, dass du die Schlüsselkarte hast. Scheiße. Moment. Komm ich denn da jetzt am besten rein? Was, wenn sich die Vaqueros einmischen? Fängt sie auch auf. Wieso schicken sie Söldner? Sie können nicht die echte Armee schicken. Ah, das ist euer Ernst? Jetzt drehen die sich um? Wenn sie die Leiche sehen. Que diablos es eso? Que diablos? Sind die Leiche nicht? Mit dir hier, Kollege. Bleibst du jetzt an der Tür stehen oder was? Hey, que diablos. Musst es nur richtig angehen. Wow. Ernsthaft? Aquí todo en calma. Que diablos es eso? Echaré un vistazo. Ich sehe mit dem Typen. Vorsicht, jemand hat den Typen im Blick. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. Sag, dass du die Schlüsselkarte hast. Scheiße. Moment.
sie auch auf. Sie können nicht die echte Armee schicken und einen Weltkrieg starten. Mit wem redet er? Wenn du ein Messer findest, schnapp es dir. Das ist an so einem Ort ein guter Schutz. Bueno, soy el Lomo. ¿Estás allí? Ein paar Cowboys ist vermasse. Hey, ¿qué pasa? Kann ich Tego eigentlich auch umbringen? Alejandro. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich will mal wissen, was passiert. Alejandro. Diego ist tot. A huevo, mein Fleisch und Blut. Hol seine Schlüsselkarte, schnell. Du musst sie schnell finden, die Wachen kommen gleich. Wo ist das verdammte Ding? Hast du den Altar durchsucht? Benutze die nur, wenn du musst. Sonst gibt's eine verdammte Schießerei. Hab die Schlüsselkarte. Gute Arbeit. Komm zum Aufzug oder in den ersten Stock. Aber sei leise. So, sie kommen. Du musst da sofort weg. Achtung, sie haben einen gefunden. Sie wissen, dass ich im zweiten Stock bin. Hier ist alles ruhig. Zieh dich zurück, wenn du musst. Ja, ich bin hier gerade etwas in der Klemme. Ist nicht so gut. Sogar sehr schlecht, weil ich hier nicht mehr raus. Oh! Vielleicht komme ich doch raus. Attila Central! Hat funktioniert! Oh! Was soll ich jetzt machen? Fahren wir den Aufzug ins Penthouse, finde einen Weg aufs Dach. Was soll da von hier kommen? Boah, da rennt mir einer hinterher. Was? Nee, das will ich nochmal machen. Also das ist jetzt... Das ist interessant. Okay, ich glaube jetzt war auch nicht mehr runter in den Laternenbereich. Okay. Wie komme ich jetzt aufs Dach? Die sind ja hier überall. Kann ich auch irgendwie mal treffen. Was? Wer hat mich jetzt gesehen? Da unten. Oh, hallo. Warte, da ist doch eine Wache. Die Schüsse haben sie alarmiert. Es geht besser. Sie haben sich ausgemacht. Scheiße, dann geht es nicht anders. Ja. Will die Schleichen schaffen, die Mission. Was das, was es wollte. Warte, da ist noch eine Wache in der Nähe. Ja, das ist cool. Oh. Ah, hier könnte ich mich verstecken, okay. Das ist mal eine richtige Sneaky Mission. Ah, Spiegel funktioniert natürlich nicht. Aber wie komme ich jetzt aufs Dach?
Bin echt gut sehen. Was? Die Schüsse haben sie alarmiert. Wo kommt der denn jetzt her? So, zum Aufzug, sofort. Mann, ich will das Schleichen schaffen. Hallo, ich bin hier. Geht besser, definitiv. Kommt der jetzt von hinten oder war mal her? Ich hab dich im Blick, Johnny. Draußen ist ein Ranggitter, über das du aufs Dach kommst. Was ist mit Diegos Schlüsselkarte? Deine Entscheidung. Hab ich doch, alle oder? Besucher sind raus. Wenn die Wachen dich jetzt erwischen, greifen sie an. Treffpunkt am Aufzug. Beeil dich. Ich hab doch die Diego Schlüsselkarte, oder nicht? Okay, das hab ich vorher nicht gesehen. Steige jetzt aufs Dach. Verstanden, ich komme nach. Dort oben sind mehrere vom Kartell. Wir müssen sie ausschalten. Que diablos? Noch zwei Ziele. Du nimmst einen, ich den anderen. Aber erstmal Messer wieder. Ja. Messer werfen hab ich hier irgendwie nicht so richtig. Das Haus ist in der nördlichen Ecke. Que mierda es eso? Der gehört mir. Und nimm ihn. Dach gesichert. Überprüf das Penthouse, ich gebe dir Deckung. Oben ist noch einer. Genau, den sagt er mir nicht an, gell? Jetzt super Messerwurf. Oh, es war Alejandro. Überprüf das Penthouse, ich gebe dir Deckung. Der war gut. Ja, vor Alejandro. Bitte Sniper. Es sind Hombre aus dem Penthouse nördliche Ecke. Wo sind die denn jetzt bei mir hergekommen? Und jetzt sind die mir gespawnt? Also die Mission ist echt schwer. Verschlossen. Nimm die Leiter, versuch an den Aufzug zu kommen. Versuch an den Aufzug zu kommen, nimm die Leiter nach oben. Ah, ist eben schon gesagt. Zum Aufzug geht's hier lang. Kannst du den Fahrstuhl bedienen? Finden wir es raus. Benutze die Leiter an der Wand. Geh zum Aufzug. Nach oben. Bring uns nach unten, wir müssen zum dritten Stock. Nach unten. Bring uns nach unten. Wir müssen zum dritten Stock. Halte hier. Stopp. Andere Richtung. Ja, auf geht's. Zweiter Stock. Mach dich bereit. Halte hier. Die Tür ist offen. Wir sind unterwegs im Penthouse. Bereit halten. Bring uns nach unten. Wir müssen zum dritten Stock. Es geht abwärts. Okay, wir sind da. Öffne die Notentriegelung. Sachen gibt's. Sicherheitskontrolle voraus. Wie kommen wir da durch? Vertrau mir. ¿Qué carajos es esto? Es el pedazo de mierda que buscábamos. Also die Mission ist nicht einfach. Überall. Endoskopkamera ist bereit. Finden wir heraus, wer El Sin Nombre ist. Geben wir dem Namenlosen ein Gesicht. Dachte ich mir, dass sie es ist. Halb ich mich nicht bei der Arbeit. Wenn es ein scheiß Problem gibt, dann löse es. Stimmt sie, oder?
Ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und die Pakete da sein werden. Debemos irnos ahora. Dachte Feliz viaje. Die ist die Nombre. Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist El Sinombre. Valeria? Bist du sicher, hermano? Ja. Wir müssen handeln. Graves, Sinombre gibt sich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Wir brauchen sie lebend. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Ich war noch nicht bereit. Jetzt habe ich die erwischt. Wir brauchen sie lebend. Gut, ey. Die immer mit ihrer Rüstung, ey. Tür. Lass sie nicht entkommen! Auch oh, schöne goldene Waffe. Ich spiel vor niemandem, Cabron! Roten Team, ihr könnt übernehmen. Das sind die ganzen Soldaten, ne? El Sinombre! Me amo Valeria! Geschickt versteckt! Versteckt? Ich bin überall Soldado! Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Hermano, ¿qué pasa? Er kennt die. Valeria! Ich kenne sie! Deine Schwester vielleicht? Nur so eine Vermutung. Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barschal Halle, du verlogenes Mist! Ja, ja! Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira este. Sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selber Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Vaqueros. Wir waren die Seriösen, Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten, nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Zieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Haben wir jetzt Zeit zu reden? Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir.
Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, Semelarganya. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Wird er auch nicht trauen wollen. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelware-Versteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Jetzt kommen wir zu der ersten Trailer-Mission, die damals im Golfkrieg gezeigt wurde. Okay, das ist unser Ziel. Shadows 1 und 2 zu den Einhackpunkten. Laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiff in Sichtweite. Verstanden, Angriff vorbereiten. Bleibt auf dem Fang. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr. Gott hilf uns allen. Drei seid für alles. Könnte eine Falle sein. Kommando, wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. Das fällt nicht auf, dass da Boote kommen. Eingehakt. Auf und auf sie. An alle Shadows, die Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Boah, ist das für eine Waffe, Junge. Vektor. Raum gesichert, komme raus. Steht der hier einfach rum? Zelle 1, unterwegs ist südwestliche Treppe. Flüchtige rechte Seite! Alles klar. 2 Uhr. Sicher. Au. Wie ist dein Status? Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Roger. Gehen rein. Mann am Boden! Blendgranate geworfen! Pinses Cabrones wissen, dass wir hier sind. Mit Leid verloren. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container sofort überwacht haben. 2 bestätigt. Unterwegs. Wir müssen los. Femtex. Oh. Sorry, der Name kam zu spät. Komm schon, Hermano, los geht's! Shadow 1, Ghost, Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtet. Wie ist euer Status? Over. Ghost, wir signalisieren dem Schiff, sie werden die Rakete starten. Es ist die erste Stufe, wir haben noch Zeit. Alle Shadows, Rakete ist auf dem Helifeld. 2-1, wir greifen an, gib uns Deckung. 2 bestätigt.
Was jetzt? So, nimm die Kamera, blockier sie! Granate! So, gehen wir nach oben und machen sie kalt! Hab den Mistkerl! Warte, ich muss nachladen. Sicher! Geh nach oben, los! Oh, was mit mehr Munition nehmen. Kommando, hier ist Shadow 1. Bohrinsel ist sicher. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Öffnen. Noch jemand? Nein. Wo ist die Steuerung? Leitsystem fehlt. Auf dem verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht starten. Alejandro, Feuerschutz. Saugt mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Ich gebe auf die Kugel, Mann. Einhaken, Sergeant. Oder ne, ich nehm die mit. Na dann, let's go. An alle Einheiten, Raketensteuerung gesichert. Ich wiederhole, Raketensteuerung auf der Brücke. Verstanden. Los, los, ausrücken. Los, hier ist 0-1. Wieder im Wasser, nähern uns eurer Position. Verstanden, wir stehen unter Beschuss. Euer Empfang wird heiß. Verstanden. An Deck müssen wir zur Brücke. Schnell. Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete, klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rampe! Festhalten, Sergeant! Genau. Bringen wir uns selbst auf Rüstung. Stürzen wir uns ins Feuergefecht! Das haben sie cool gemacht, ja. Verändert sich das Schlachtfeld. Alejandro, halt uns unter Vorhinsel aus Wache. Wir rücken nach oben vor. Und dann nimm. Okay, let's go. Ja, das ist cool gemacht. Die Container sind unsere einzige Deckung. Pass auf, dass du nicht zerquetscht wirst. Alter. Wir dringen nach oben vor. Wir kippen. Acht auf die Container. Da hat mich die Granate geschwächt und er hat mir noch Schuppel den Rest gegeben. Ach doch, die Container! Sehe die Brücke ist oben weg! Guck mal auf den Brett! Wir ja alles. Ah,
Alter, aus so einer Entfernung mit der Stroh zu viel Schaden zu verursachen. Meine Fresse. Achtet auf die Container! Jetzt wurde ich zerquetscht. Ehrlich. Achte auf die Container! Ich geh mal rechts hoch. Du kommst auf den dritten! Wir müssen zu dieser Tür! Achte auf die Ecke! Bring dir auf den Boden! Rechts von dir! Holt erledigt! Jetzt ein bisschen komisch aus in dem Wasser. Verriegelt! Sicher das Deck und wir sprengen die Tür! Sicher! Ist sicher. Lina, die Steuerung liegt dahinter! Okay, zurück! Shadow 1, spreng den Brückeneingang auf! 3, 2, 1, sprengen alle Shadow in der Brücke! Los, 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 los! Lidor, gebe Deckung! Vorrücken, Soap, nächster Raum! Sicher! Bewegung! Wird einem ja schlecht bei dem ganzen Geschauke hier. Positiv. Nächster Korridor, Sarge. Los. So, wir sind im Korridor hinter der Küche. Wir brauchen... Brücke auf. Kontakt. In den Korridor, Sergeant. Flankier sie. Gesichert. Korridor sicher. Sicher. Granate. Schlecht. Freche Mistkerle. Treppe rauf. Mit Tür 1, wir rücken zur Brücke vor. Warte, ich muss eine halbe Stunde nachladen. Bestätigt. Vier Alcatala im Inneren. Roger, bereit halten. Sicher. Los, rein da. Ja, das ist sicher. Okay, haben die Steuerung. Klicken und sein. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Fuck. Wir können sie nicht entschärfen. Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruchcode? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm. Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando. Bitte warten. Soap, ran an die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Zwei-Mann-Job, Soap.
Dann erledigen wir es, ja? Kommando, sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinseln mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel! Wiederhole, räumt die Bohrinsel! Leute, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute. Verstanden, in Bewegung. Los, an die Steuerung zu. Aktiviere den Diagnosemodus, um den Lock-in zu umgehen. So, drückt die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Was Clear und Mode gleichzeitig? Erledigt. Moment, was passiert hier? Nur etwas Technikmagie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Das ist die letzte Ziffer, F. 8. 8, oder? Negativ. Reihe 2, Spalte 1. Nochmal. Ja, 0. 0. Negativ. Von vorn. Reihe 2, Spalte 1. Hä? Das ist eine O. Müsste eine 0 sein. Negativ. Nochmal. Bei C. Graves, sie startet! Das neue Ziel wurde nicht bestätigt. Sie wird in New Orleans einschlagen. Immer diese Stresssituation. Erledigt. Moment, was passiert hier? Nur etwas Technikmagie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Die letzte Ziffer? Eine 1, oder nicht? C wie Charlie. Perfekto. Ah, okay. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. An alle. Achtung, gleich knallt es. Alter, das ist Ziffer. Das ist das römische Ziffer. Das kann sein. Alejandro. Schön Scheiße. Heilige verdammte Scheiße. Alejandro, alles okay? Nope. Heilige Moderator, oh. Das war der Wahnsinn, Mann. Alles okay? Bestätigt. Dir? Hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle hier, Shadow 1. Treffer. Treffer. Rakete und Bohrinsel zerstört. Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Jetzt ist Hassan dran. Eigentlich. Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, 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 nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der Weg ist zu weit, Graves? Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Gib mir die also mit. Ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Der Name ist rot geworden. Was davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich, Cabron? Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet. Graves, was soll das? Was? Hände weg!
verdammt nochmal! Los, Johnny! Verschwinde! Sau! Geh! Der Quatsch jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Ja, aber du legst jetzt aber auch mit dem Falschen an. Dieser Mistkerl. Findet sie! Also Shepard jetzt doch der Böse, oder was? Amart. Transporter für die Gefangenen zu eurer Position. Bereithalten. Auf Verstärkung! Nördlicher Platz! Schnell! Hier ist Bravo 7-1, sende blind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Fuck, wo steckst du, Ghost? Der Shepard jetzt vor. Soap geht's nicht so gut. Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. Allein. 2-0. Deine Männer sollen alles absperren. Bist du verletzt? Wenn Ghost, Soap oder Hassan hier sind, entkommen sie uns nicht. Ich bin kein Arzt. Sag mir was, das ich noch nicht weiß. Behalte dein Blut bei dir, du wirst jeden Tropfen brauchen. Danke für den Tipp. Also mit dieser Wendung hätte ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Überlebe. Oh, was soll ich nicht lang gehen? Wo bist du? Da ist eine Kirche. Bin auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dort. Du musst improvisieren, um zu überleben. Nicht gut. Graves und Shadow sind auf einem Amoklauf. Suche nach Hassan. Nach Hassan und uns. Moin, Alex. Vermute mal, ich muss hier lang. Und auch von der Straße. Tu es. Scheißdreck. Warum töten die jetzt hier alle? Unsere Männer haben korrupte Bullen in der Nähe gefunden. Wir sollten uns mit ihnen unterhalten. Okay. Warum bringen die jetzt die ganzen Burger hier um? Kein Glück. Verschlossen. Such nach Vorräten. Dinge zum Bau von Hilfsmitteln. Willkommen im Guerillakrieg. Okay. Verdammte Scheiße. Was siehst du? Ein Blutbad. Armer Kerl. Hab ein Seil. Das ist ein Anfang. Such weiter. Darf ich jetzt hier... Dabei wir Spiel spielen. Ja, bei mir ist alles fit und bei dir? Mein Ventilatorblatt rausgebrochen. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Jahrelange Übung. Okay. Aufstellen.
Das Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut, halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Somos la policía. ¿Quién te crees que eres? Ja, mal nochmal Metall. Oh. Unter mir ist einer. Nimm das Kind und bring es hier weg. Na los, komm schon. Folge mir. Oh. Sei still. Wird's bald. Ich glaube, ich bin am Arsch. Das war gemein. Wo soll ich denn hier auch hin? Nimm das Kind und bring es hier weg. Ja los, komm schon. Folge mir. Nee. So funktioniert's auch. Wollen wir mich erstmal im Bad verstecken? Gucken, ob die hier reinkommen. Weiß natürlich jetzt nicht, wann sie vorbeilaufen, ne? Ist der jetzt weg? Der steht da. Ja, ist mehr als einer. Interessant. Kann ich irgendwas herstellen? Nee. Nimm das Kind und bring es hier weg. Na los, komm schon. Folge mir. Sei still. Wird's bald. Das ist eine gute Stelle. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Nimm das Kind und bring es hier weg. Na los, komm schon. Folge mir. Sei still. Ach, jetzt kommt der auch auf einmal, oder was? Keiner da. Hier ist niemand. Das ist echt eine dumme Stelle. Finde eine scharfe Waffe, um Feinde zu töten. Danke für den Tipp. Ich habe aber nur Metall. Da habe ich hier irgendwas übersehen. Mal hier in die Ecke gucken. Hier ist weiter nix. Oder in der Garage noch was? Nicht umdrehen! Guck nach vorne! Nichts mehr. Ob ich den von hinten attackieren kann? Schauen wir mal. Ich hatte übermenschliche Reflexe. Ich habe hier nur ein Stück Metall. Mehr kann ich nicht machen. Ich
Nimm das Kind und bring es hier weg. Na los, komm schon. Folge mir. Und was haben wir hier? Ganz bald. Tenemos más policía. Bullen, die fürs Kartell arbeiten, was? Zeigen wir ihnen, was wir von Korruption halten. Mit Vergnügen, Sir. El sin nombre. Los matará por esto. Ah, nein, nein. El sin nombre ist gerade no bueno, amigo. Les cortará la maldita cabeza. Halt die Schnauze. No más hablar. Das wird dir muy bekannt vorkommen, amigo. Anzünden. Der was? Hijo de puta. Te voy a dar en toda tu puta madre. Bring sie hier raus. Was ist mit Graves auf einmal los, ey? Ganz ehrlich. Diese Narcos sind Kriegsherren. Die Menschen hier tun alles für sie. Samthandschuhe helfen ihr nicht. Wenn sie Hassan verstecken, treiben wir ihn raus! Und achtet auf die Briten. Bringt sie mir tot oder lebendig. Ihr wisst, was mir lieber ist. Jep. Sind jetzt alle durchgelaufen, oder? Ich glaube, das war die richtige Wahl. Gehen wir nach oben. Zum Teufel aber auch. Kann ich leider nicht helfen. Da liegt noch was. Lass mich raten. Seil oder sowas? Gürtel, Stirnlampe. Hab eine Stirnlampe gefunden. Nicht weit weg von ihrem früheren Besitzer. Gut, aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Das ist richtig. Uff. Gibt's was Neues? Die Söldner töten alles und jeden. Kriegsverbrecher. Ich würde nur zu gerne auch ein paar Kriegsverbrechen begehen. Tyrannei, sie werden büßen. Meinst du, wir bekommen grünes Licht, um sie zu jagen? Vergiss grünes Licht, Johnny. Wir sind auf uns allein gestellt. Ja, was mit Price? Was ist mit Captain Price? Price ist nicht hier, oder? Der alte Mann kann uns nicht helfen. Diesmal nicht. Ja, ich traue den Captain. Ich traue dem Captain. Er wäre hier, wenn er es wüsste. Pass auf, wem du tust, Sergeant. Nahestehende können am meisten verletzen. Guter Rat, Lieutenant. Wenn ich mal groß bin, will ich werden wie du. Du willst besser sein als ich, Johnny. Gut, dann habe ich noch was vor mir. Verfluchte Scheiße. Kommst du klar? Was zur Hölle ist da oben los? Nix. Ich sehe nach. Nein. Nicht nachsehen. Kann mich unter das Bett verstecken? Natürlich nicht. Und wo kommt der jetzt? Hast du den Hund im Käfig gesehen? Er kommt von rechts. Großer Kerl, wenn er bellt, erschieß ihn und verschwinde. Flieg nicht auf. Du bist herzlos, Simon. Was hat zwei Beine und blutet? Was? Ein halber Hund. Warum habe ich gefragt? Wow. Er war schlecht gehost. Was? Oh, ich habe Besuch. Ja, geh wieder. Will er eigentlich nicht mehr die Kugel aus seinem Arm rausholen? Liegt da immer noch drin. Wie ist die Lage?
Bin draußen. In einer Gasse. Bleib am Rand und sei unauffällig. Verstanden. Vielleicht kriegst du was zum Angeben hierfür. Ein Orden. Brustgold. Na, wer braucht sowas? Du wolltest doch einen Sieg. Glückwunsch, du hast gewonnen. Ach, zur Hölle mit dir. Da war ich schon. Okay, dann anders gesagt. Fick dich. Schon besser. Ah, das ist mal eine ganz andere Mission als sonst. Ja, so ein Survival-Aspekt jetzt. Ich könnte bis jetzt nur das herstellen, obwohl es noch 5 andere Sachen gibt. Bin mal gespannt. Die Kirche ist im Norden der Stadt. Paraffin? Sehe ich mit Wachs? Ich bin auf Scharfschützenposition im Kirchturm. Finde den Weg dorthin, dann schaffst du es vielleicht. Hört auf, euch zu wehren. Escúchame, cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. Ihr arbeitet gern für die Narcos? Wie? Wegen der Kohle? El dinero, hombre? Por favor, por favor! Graves treibt Cops zusammen. Er ist jetzt Richter, Geschworener und Henker. Auf die Typen schieße ich nicht. Finde eine scharfe Waffe. Vielleicht der gesagt als getan. Flasche. Gut für eine Ablenkung. Die Narcos sind aus Dodge verschwunden. Aber die machen mir eh keine Sorgen. Sich zu sorgen ist was anderes als Schiss zu haben. Nein, ist es nicht. Ist was. Scheiße, was soll das? Flasche geworfen. Willst du mir erzählen? Hat super funktioniert. Moment. Wenn du mit einem Totenkopfgesicht begegnest, bleibst du cool? Du hast recht, vermutlich nicht. Denn im selben Moment wärst du. Nochmal Wachs. Hab etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Für was? Gebiet ist sicher. Eine Mausefalle. Müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Kein Luftschlag, aber es wird genügen. Bin ich jetzt MacGyver oder was? Finde eine scharfe Waffe. Weh, du drehst dich jetzt um. Da ist noch eine Mausefalle und Chemikalien. Hab Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht. Okay. Wunderbar. Bestätigt, ich höre. Sicher. Ich denke mal, ich muss hinten mal darum. War das? Ja, ich seh mir das mal an. Ich geh noch nicht gucken, ich geh erst hier rein. Kein Zeichen von ihm. Da ist nochmal Wachs. Kein Sichtkontakt. Alles sicher hier. Hörst du mich? Ja. Lage weg. Alles sicher. Das ist jetzt meins. War noch eine Tür. Sehe ich den Griff nicht mehr. Da. Ist dunkel. Ich
wird langsam ein Horror-Game. Hast du noch Klebeband? Ich hab Klebeband. Sehr nützlich. Zum Geschenke verpacken? Sozusagen. Behalte es am besten. Machen wir eine Rauchbombe. Ich glaube, ich habe ein Messer gefunden. Ghost, fehlt dir ein Messer? Mehrere. Ich habe, glaube ich, eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier lang gekommen? Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemanden zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Bin dir wohl ans Herz gewachsen? Bin dir wohl ans Herz gewachsen, was? Nicht im geringsten. Hast immer noch viel Boden vor dir. Dann besorgt dir eine Waffe. Oh. In dem Raum war ich noch nicht. Oh, da kann ich rechts rein. Gebet ist sicher. Nicht nach hinten gucken. Da sage ich nicht nein. Oh, hier scheint auch nichts Wertvolles mehr zu sein. Oh. Fast übersehen. Eigentlich lang. Lockt hier eine Waffe. Oh, was haben wir hier? Scheiße, ja. Wer sucht, der findet. Was hast du? Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. Schwarzpulver. Zwei Sachen fehlen noch. Ich denke mal, wird eine Handgranate noch sein und... was auch immer. Hier kam ich jetzt her, oder? Ja. Ist hier runter, wa? Halt den mal aus. Ein Shadow weniger. Hab ich eine Waffe. Hab seine Waffe. Gute Arbeit. Du kommst voran in der Welt, Johnny. Wähle deine Zielanschüsse weise, Johnny. Waffen machen Lärm. Ein Königreich für einen Schalldämpfer. Nutze das, was du hast, klug. Das ist der Trick. Kannst du ihn sehen? Keine Zeit, dein Lack zu bewundern. Bleib in Bewegung. Hi. Ah, ist ja gut. Mach keinen Stress. Diesen Arsch mit der Maske. Natürlich kommt der jetzt angelaufen. Tierisch, hab ich dir doch erklärt. Oh, Dreier. Also gut, der ist einer von solchen, die Röcke tragen. Die nennt man Kills. Ich weiß nur, das ist ein Typ in einem Kleid. Ich glaube, ich muss an den drei Leuten vorbei. Kannst du mich hören? Bestätigt, ich höre. Alles klar? Alles sicher. Bestätigt. Bleiben die da jetzt stehen? Das ist irgendwie doof. Was zur Hölle? Ich sehe mir das an. Alles in Ordnung. Muss ich jetzt schießen? Anders bleibt mir ja nicht. Sei denn, ich nehme die Rauchbombe. Was gefunden? Nicht zu sehen.
Wait, wo sind die beiden jetzt hin? Okay. Ja, das Spiel ist ja auch nicht schlecht. Alex. Oh, mal so. Okay, ich glaube, die werden länger ausgekriegt. Fuck. Komm schon, McTavish. Machen wir jetzt ein bisschen Action, ne? Nehmen wir eure Waffe. Die, ich kann ja die Pistolen nehmen. Oh. Schifft wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Regen ist gut, verwischt deine Spuren. Der Rinn aber auch. Konzentrieren wir uns auf dich, Johnny. Du magst mich also doch? Ich mag dich lebendig. Ich bin noch mal lebend da rausgekommen. Heilspritze. Guten Morgen, Mexiko. Ich gehe rein. Jack, nimm, was du brauchst, um sie dir vom Leib zu halten. Das ist nicht nein. Jetzt sind wir im Geschäft. Nettes Spielzeug. Ghost. Soap. Hab ein Stolperdraht an einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Köpfe, Johnny. Öffne damit Herzen. Mach ich, Ghost. Das ist hier eine Blutspur. Johnny, Grace legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Oh, so. Graves und Shepard sind beide involviert. Kann ich gebrauchen. Ich glaube, hier draußen ist jemand, oder? Weil ihr ihre Stromrechnung nicht bezahlt, ja. Okay. Triff dich mit Ghost bei der Kirche. Ist jemand. Kann ich leider nichts machen. Lösen. Jetzt nicht mehr. Visier. Kann ich hier auch eins dran machen? Jawohl. Immer ein Rotpunkt. Eigentlich braucht man das ganze Zeug überhaupt nicht. Lieutenant. Wieder ohne. Die Shadows werden gleich aufgemischt. Hört sich gut an. Hab eine Stolperfalle gebastelt. Mein Herz weint vor Freude. Dachte mir, dass dir das gefällt. Richtig gedacht. Ich bin im Café. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Dass der noch in so einer Situation Witze reißen kann, der Ghost. Echt. Dafür bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig bei unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen? Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Das bezweifle ich. Wir haben hier Gespräche. Ist safe.
Was haben wir denn da? Ja, dazu bräuchte ich den Code. Verschlossen. Ich brauche die Kombination. Das sieht interessant aus. Bitte. 40. Die 40 und die 10 ist eingekreist. Warte mal, ich hab eine Idee. Mal 40. 10, 2020 vielleicht? Nee. Okay. Weil es 2020. Also irgendwas wird das schon bedeuten hier. Anderes finde ich hier nicht. Mich jetzt schon interessieren, was da drin ist. Kann da auch nicht näher ran. Ja, doch. Also wir haben die... Ist das 29, 30 und 1 ist ausgestrichen 40, 10. Machen wir 29, 30, 1. Probieren wir mal das. 29, 30 und 1. Ne. Wird aber hundertprozentig der Kalender hier sein. Hey, ich komme nicht mehr zurück. Verdammt. Nein. Andere Reihenfolge vielleicht? Naja, ist ja jetzt auch egal. Wir wollen mal weiterkommen. Ich werde das Spiel sowieso für mich nochmal neu durchspielen und da werde ich mal gucken, ob ich das lösen kann. Ja, wenn ich jetzt runtergehe, kann ich nicht nochmal versuchen. Egal, let's go. Ihr zwei, checkt das Lagerhaus. Oh, mach Lampe aus. Ohne Waffe wird er nicht weit kommen. Einer von 141 ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuche die Gasse. Roger, bin unterwegs. Wir kriegen Besuch. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hin. Warte. Du versteckst dich jetzt hinter der Tür? Komm schon raus! Hab mich gesehen? Ich werde dich finden! Muss nicht sein. Weil vorher habe ich dich. Hallo? Ah, kommt natürlich noch einer. Und dann gibt's Action jetzt. Du kleines Arsch. Der ist erledigt. Ach ja. Das sind überall die Typen. Ihr zwei, checkt das Lagerhaus. Ohne Waffe wird er nicht weit kommen. Einer von 141 ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuche die Gasse. Sehe ich auch so. Das sind echt viele. Ihr zwei, checkt das Lagerhaus. Wer sucht, der findet. Einer von 141 ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuche die Gasse. Roger, bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung,
Der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Na super. Aber ich bin dir jetzt schon umgangen, oder? Noch aufrecht? Soweit, so gut. Das war ja easy. Wenn sie dich erwischen, töten sie dich langsam. Verdammt nochmal! Jetzt wissen sie, wo ich bin. Kennen aber auch alle mit einer Schrotflinte rum, gell? Aber die Idee, dahin zu laufen, war schon mal gut. Wer sucht, der findet. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung, der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Na super. Noch aufrecht? Soweit, so gut. Wenn sie dich erwischen, töten sie dich langsam. Die Söldner oder die Narcos? Narcos. Sie machen Videos. Gib ihnen deine E-Mail, dann können sie sie warten. In Berlin war mal her. Ja, gut, mit zwei Schrotflinten muss ich nicht umrennen. Was zum Teufel war das? Shadow am Boden. Müsste aber nicht alle einzeln hierher kommen. Ach, er musste natürlich schießen. Ach, Junge. Verdammte Pisse. Einen hat's erwischt. Und dich auch. Hölle. Hier, bitteschön. Hier ist ein Tunnel. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ah, da ist auch noch einer. Übel, wo die überall sind. Die wissen ja genau, wo ich bin. Das ist ja frech. Alter. Können die mich riechen? Ihr alle unbedingt sterben wollt. Boah, der wirft sie echt weit. Mann am Boden! Er ist am Boden! Ah, hat zu lange nachgeladen. Oh, wo hat sie mich jetzt hingesetzt? Einen hat's erwischt. Hab dich gecheckt! Na. Zu mir! Er ist am Boden! Ich greife an! So, den Nahkampf nicht gemacht. Na ja. Das ist die schwerste Mission bis jetzt im Spiel. Einen hat's erwischt. Hab dich gecheckt! Hallo, ich drück R3. Er macht's hab nicht. Hab ihn beseitigt! Ich greife an! Hä, ich kann nicht schießen. Ich spiele, glaube ich, gerade irgendeine Fehler. Ich kann nicht schießen.
Ja, ich kann ja zwei drücken, wie ich will. Ich kann nicht schießen. Passiert nichts. Einen hat's erwischt. Das ist Sean. Wir müssen das Gebiet sichern. Kontaktiert mich, wenn ihr was findet. Ich habe gerade irgendeinen Bug. Kann nichts machen. Kann nicht mal R1 oder so drücken. Jetzt geht's wieder. Jetzt. Keine Ahnung, was das gerade war, aber ich konnte eben nichts machen. Ich bin jetzt eh wieder tot. Ja, werf Granaten, genau. Und tschüss. Ja, das Messer wollte ich ja nehmen, er hat es ja nicht genommen. Kann wieder nicht schießen. Wenn ich das hergestellt hatte, konnte ich es benutzen wieder. Einen hat's erwischt. Ja, jetzt, ich muss irgendwie immer was herstellen, damit ich wieder was benutzen kann. Ja, das sind echt viel zu viele Leute hier. Und wo ich hin soll, weiß ich auch nicht so richtig. Ach, da steht's doch 51 Meter in die Richtung. Ja, woher wissen die denn, wo ich bin? Keine andere Wahl, ich muss die alle töten. Öl. Ups, jetzt wissen sie, wo ich bin. Ich will mal meinen... Werf's doch weiter. Müssen wir mal ein bisschen brachialer vorgehen hier. Oder einfach durchrennen. Rede mit mir, Johnny. Hab einen Tunnel entdeckt. Der Kirchplatz liegt am anderen Ende des Tunnels. Los, weiter. Du bist fast da. Shadow. Du musst da ran und die Leute finden. Roger. Da willst du jetzt mal umfallen. Wir haben alle Panzerung, das ist so nervig. Er hat noch gelebt. Also ich glaube, in keiner Mission bin ich so oft gestorben wie in der hier. Also echt. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Aha. Aber es hat vorhin gut funktioniert. Geh da lang. Ich übernehme diesen Bereich. Ist bestätigt. Busa. Hört mal den hier, Schrotflinte mitnehmen. Ich habe ein bisschen mehr Schuss im Magazin. Achte. Ich kann auch schon tauchen. Gut zu wissen. Rede mit mir, Johnny. Habe einen Tunnel entdeckt. Der Kirchplatz liegt am anderen Ende des Tunnels. Los, weiter. Du bist fast da. Ghost, ich habe hier Shadows mit Schutzwesten. Du musst nah ran und die Lücken finden. Ich
Bin einfach mal vorbei. Hat funktioniert. Ah, nicht ganz. Der hat eine schöne... Oh, endlich mal eine ordentliche Waffe. Oh, mit 17 Schuss. Bin ich hier richtig? Hallo? Siehst du die Kirche? Nein. Nicht wirklich. Du bist auf dem richtigen Weg. Weiter so. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Die Shadows sind überall. Ich halte sie auf, bis wir uns vor der Kirche treffen und ein Fahrzeug für die Flucht sichern. Roger. Zeig sie ihn, Johnny. Wir sind fast da. Junge, geht doch ganz schön lange, ey. Fuck! Was zur? Alle Shadows! Ich habe einen bei der Kirche! Heilige Scheiße! Oh, Ghost! Ghost, warst du das? Wer sonst? Jetzt geh! Meine Power, verdammt! Ghost, bitte bestätigen! Johnny, ich hab dich. Komm zurück, ich werde es aufhalten. Verstanden, Lieutenant. Echt zu viele. Treffen können sie gut. Zu gut für meinen Geschmack. Und da. Ghost! Sau! Wir brauchen ein Fahrzeug. Mir nach! Bleib wachsam. Sie wissen, dass wir hier sind. Mhm. Dass wir es sind. Sie schicken mehr. Kontakt direkt vor uns! Ich sehe sie. Auf die. Johnny bleibt in der Nähe. Schau nach einem Fahrzeug vor uns. Alter. Die sind ja echt überall. So, ein Pickup voraus. Das Licht ist an. Er läuft. Ich sehe ihn. Das ist unser Ticket. Bewegung. Oh, haben wir die Mission endlich geschafft? Beifahrerseite. Die war echt schwer, die Mission. Gut, Johnny. Du hast es geschafft. Wir zusammen, LT. Festhalten! So kann man es auch machen. Zurück! Danke. Fahr. Nimm dich auf Deckung. Wurden wir jetzt von Shepard verraten? Kommt denen nicht gut. Wo sind wir? Alejandros Versteck. Er hat mir den Standort für Notfälle genannt. Und wieso nicht mehr? Weil es nicht nötig war. Zählen meine Notfälle nicht? Druckplatte. Hat Alejandro gelegt. Cleverer Mistkerl. Da. Bleib stehen. Quem está aí? Rodolfo? Saub. Ghost, ihr lebt. Sieht so aus. Schön, euch zu sehen, amigos. Igual, amigo. Guter Wort. Wo wart ihr, Jungs? Auf der Flucht. Ich war auf der Flucht. Ghost hat gewartet. Versteht sich. Nein. Ja. Wir sind ein Team. Wir alle. Ich hatte das Kommando und jetzt brauche ich Hilfe. Niemand kämpft allein. Was ist mit Graves los? Wissen wir nicht. Las Almas korrumpiert alle. Uns nicht. Vorerst
sind General Shepard, Laswell und alle, die nicht hier im Raum sind, als Feinde zu betrachten. Mit einer Ausnahme. Alejandro? Wir brauchen ihn. Wen? Graves hält ihn hier fest. Sein ganz persönliches Gefängnis. Mein Team ist auch da drin. Wie kriegen wir sie frei? Wir brechen ein. Genau deshalb liebe ich Ghost. Das alleine wird nicht reichen. Gut besteckt. Okay. Mein Mann. Wir brauchen was zum Fahren. Möglichst gut gepanzert. Alejandro hat an alles gedacht. Das hat er. Holen wir ihn raus. Das alte Gefängnis liegt abgelegen außerhalb von Las Almas. War Hochsicherheit, wurde aber geschlossen, als die Narcos übernahmen. Es gibt keine Landebahn, aber rechnet mit Hubschraubern. Wir fahren zu einem Absatzpunkt und dann zu Fuß zum Einstieg. Hier. Sollten die Türme bemannt sein, müssen wir sie zuerst ausschalten. Und dann die Mauer mit Seilen hoch. Was ist mit Kameras? Im Sicherheitsraum gibt es Überwachung. Damit spüren wir Alejandro und den Rest deiner Männer auf. Teilen wir uns auf. Während Rudy Al sucht, helfe ich, über die Kameras Ghost Sprengladung zu platzieren. Ablenkung und Sabotage. Sehr schön, Johnny. Hab von den Besten gelernt. Sobald wir Alejandro und Los Vaqueros gefunden haben, sammeln wir uns und befreien sie. Wir nehmen Waffen für meine Männer mit und kämpfen uns auf dem Weg wieder raus, wie wir rein sind. Noch Fragen? Worauf warten wir? Gefängnisausbruch. Lässt den Ort abriegeln. Rechnet mit Patrouillen im Außenbereich. Ohne Zweifel. Sind wir bereit? Waffen, Munition und Sprengsätze eingepackt. Ich hab den Bordwagen. Schlagseile? Check. Check. Hoffentlich lebt Alejandro noch. Tut er. Mir nach. Nach links. Ein Pfad. Folgen wir ihm. Rudy, wie lange kennst du Alejandro schon? 20 Jahre. Haben uns zusammen gemeldet. Der härteste Kerl im Regiment. Ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Wir haben immer gesagt, el único que puede matar a Alejandro es Alejandro. Was heißt das? Das Einzige, was Alejandro umbringt, Moment, ich sehe das Gefängnis. Patrouillen im Außenbereich. Wir müssen sie ausschalten, um reinzukommen. Zwei Scharfschützen, erster Turm. Soap, du nimmst einen, ich den anderen. Wird gemacht, ich nehme den. Turm, Soap, linke Seite. Shadow erledigt. Gut geschossen, Hermanos. Ich flankiere sie und wir räumen das Feld. Rudy, hilf mir mal. Noch nicht. Da ist ja auch wieder viel zu viele Leute hier. Ein Heli ist im Anflug. Sieht aus wie eine Vorratslieferung. Sehe sechs Shadows. Bestätige. Drei beim Fahrzeug, zwei dahinter, einer auf der rechten Seite. Erledige die beiden am Fahrzeug zuerst, damit die anderen nicht sehen. Guter Plan. Soap, auf mein Zeichen. Erledige den mit der Kappe. Bereit. Check. Drei, zwei, eins. Bestätigt. Zwei weniger. Bin unterwegs. Nimm die zwei rechts vom Fahrzeug. Ich greife den auf der anderen Seite an. Das ist bei gleichzeitig, warte. Brauche ich eine andere Position. Ich warte auf dich, Sergeant. Warte mal, Fahrzeug rechte Seite. Zwei Shadows. Ungedeckt. Wie hoch? Wir beide haben. Beide weg. Sicher. Alles sicher. Zum Fuß des Turms vorstoßen, das ist unser Zugangspunkt. Leise bleiben. Jetzt da hoch. Eingeklinkt. Vorgehen, Lieutenant. Soap. Jetzt du, Soap. Oben nicht feuern. Leise sein. Ei. Halt einfach. Kann man auch schießen eigentlich. Oben.
Verstanden. Folge dir. Auf zum Sicherheitsraum. Zusammenbleiben. Such nach einer Luke mit einer Leiter. Ich weiß, wenn ich sehe, was hier schon wieder an Soldaten rumläuft. Zu mir, so. Runter und rein. Ja, komm mal runter. Über dir. Alle drin. Los geht's. Wo ist Ghost hin? Das Überwachungsgebäude für die Kameras ist geradeaus. Unten bleiben und Beeilung. Zwei drinnen. Schalten wir sie aus, bevor sie ihre Amigos rufen. Gehen wir rein. Auf dein Zeichen, Sub. Gesichert. Wir suchen mit Kameras nach meinen Männern. Und finden Alejandro. Wir brauchen Ablenkungen. Ich platziere Sprengladungen außerhalb. Soap, du führst mich durch. Ei. Geh an die Kameras. Hier. Bin dran. Ich auch. Bin weg. Passt auf mich auf. Verstanden. Viel Glück. Es wurde nichts. Hier, Sprengsätze muss er platzieren. Soap. Sag Bescheid, wenn ich das Tor passieren kann. Ich sehe keinen, also... Sicher, los! Ihn. Greif auf die Kamera da vorne zu und such nach Bedrohungen. Wie wirkt das so? Ein Shadow. Leicht zu erledigen. Nimm dein Messer. Jetzt muss ich sagen, was Ghost zu tun hat. Erwischt. Mehrere Shadows. Sie sind gepanzert. Bleib unten. Bestätige. Ah. Ich kann Ihnen auch sagen, wo er hingehen soll. Der da gefällt mir nicht. Shadow auf dem Balkon. Johnny, gib mir grünes Licht. Warte. Kannst losgehen. Muss er eigentlich hin? Da. Bleibt er da oben mit stehen, oder? Bewegt er sich auch mal? Einer links von dir. Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny. Ich sag's ja nur. Bleib besonnen, Sergeant. Geh auf die Seite der Kiste. Einer um die Ecke. Geh auf die Seite des Gebäudes. Nee, geh hoch. Das ist eine witzige Mission. Das sind zwei. Ja, ist aber auch gepanzert, ne? Könnt sich von hinten anschleichen. Grünes Licht vorzustoßen, Johnny. Sie tragen Panzerungen, ich muss nah ran. Müllcontainer zu rechten. Zeit, den Müll auszubauen. Verdammte Scheiße. Einer auf Patrouille, innerhalb des Stacheldrahts. Einer in der Ecke. Die Waffe ist unten. Eine andere Kamera? Nee. Gib das Zeichen, Sir. Verwende deine Klinge. Gegner neutralisiert. Ich noch eine andere Kamera hier. Gibt keine. Achtung, ein Shadow. Ich stich ihn. Typisch Ghost. Wo muss er denn hin? Da muss er hin. Nochmal die Kamera. Sieht aber gut aus, Alter. Geh hinter den Truck. Wie sieht's aus? Leg los, Lieutenant. Okay. Drei Shadows voraus, einer am Truck, zwei um die Ecke. Du brauchst eine Ablenkung. Wo muss er jetzt hin? Da oben hin. Da ist die Ablenkung. Beweg dich, Ghost.
Meine Wache auf dem Steg. Bereithalten. Ich sage wann. Los, Lieutenant. Geh auf die Seite der Kiste. Interessante Mission. Zeit für eine Ablenkung, Lieutenant. Dein Spezialgebiet. Licht aus. Alles sicher. Er geht auf die Elektrik zu. Es sei denn, er trifft mich auf dem Weg dorthin. Shadow, rechts. Stich zu und weiter, Ghost. Sind die jetzt alle weg? Nee, da ist noch einer. Wo will er hin? Nach links. Einer zu deiner Rechten. Ich empfehle deine Klinge. Schlafen bei der Arbeit, was? Eile noch. Den könnte ich erschießen. Ey, hier muss ein Messerangriff. Das heißt, geh du mal. Ah. Hier. Es ist sicher. Zustechen und weiter. Guter Abschuss. Sicher. Los. Geh auf die Seite der Kiste. Einer rechts. Ein Shadow könnte den toten Kerl finden, den du zurückgelassen hast. Oder er gesellt sich dazu. Er ist am Boden. Ich komme so neue Soldaten ein hier. Ich sehe einen Pickup, den du sabotieren kannst. Gut gemacht, Sergeant. Los jetzt. Ist der Einzige da? Oh. Schalt ihn aus. Sieht gut aus, Lieutenant. Geh hinter den Truck. Platziere die Ladung. Die muss er noch. Zwei erledigt. Noch bewege zwei. Mich. Augen auf einen vor dir. Bleibst du da jetzt stehen oder gehst du nochmal weg? Warte auf die Entwarnung, Johnny. Ja, warte. Ah, der bleibt da natürlich stehen. Komm, dann schicken wir ihn dahin. Geh auf die Seite des Gebäudes. Komm, mach hier, ist echt doof. Ein weiterer MTW mit deinem Namen drauf. Shadow, rechts. Zeit für eine Blutabnahme. Am Boden. Genau zwei. Aufgepasst, zwei Shadows. Grünes Licht. Los jetzt, Ghost. Geh weiter. Du brauchst eine Ablenkung. Roger. Keine Gefahr, beweg dich. Da jetzt echt drei Leute. Zeig ihm, was du mit dem Messer kannst. Das wäre ja auch zu einfach jetzt gewesen. Ah.
Los jetzt, Ghost. Kommt der denn hier auf einmal her? Der MTW sieht reif für eine Bombe aus, Lieutenant. Du kannst die Ladung platzieren. Verstanden. Benutz dein Messer. Zurück. Ich mach das auf meine Art. Sieh zu. Ghost, nicht! Die Nummer auf dem Dach habe ich zu spät gesehen. Ah, schade. Verstanden. Den habe ich da oben zu spät gesehen. Keine Gefahr. Nee. Beweg dich. Scheint sicher. Ich muss erst den hier ausschalten. Zeig ihm, was du mit dem Messer kannst. Gute Nacht. Dann können wir das da machen. Nach rechts. Du brauchst eine Ablenkung. Roger. Beweg dich, Ghost. Geh auf die Seite der Kiste. Los jetzt. Oder? Alles sicher. Zeig ihm etwas Scharfes. Shadow am Boden. Shadow voraus. Mit dem Messer, Lieutenant. Schlaf gut, Mistkerl. Es ist sicher. Mit Alter. Geh hoch. Einer ist dir im Weg. Benutz dein Messer. Noch ein toter Shadow. Benutz dein Messer. Ich mach das auf meine Art. Sieh zu. Verdammt schön, Sir. Okay. Zwei, komm von der Straße rein. Lass sie durch. Kann ich vorrücken, Soap? Links. Geh hinter den Truck. Stich ihn. Gute Nacht, Arschloch. Wird er da hinten stehen? Ich hoffe es mal. Shadow, links. Verwende deine Klinge. Erwischt. Leg los, Lieutenant. Gute Arbeit. Wir sind hier fertig, Johnny. Haben wir Alejandro gefunden? Perfektes Timing. Ich hab ihn. Wo? Moment. Verdammte Scheiße. Das ist er. Er ist in Einzelhaft. Zwei an der Tür. Ich sehe sie. Ghost. Wir haben ihn. Er ist allein. Zwei Shadows auf Wache. Nicht mehr lange. Treffen vor dem Zellenblock. Wir holen ihn raus. Verstanden. Sind unterwegs. Gute Arbeit. Igual, amigo. Alejandro hätte uns auch geholt. Es ist okay, Nike. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Aber wie wir Alejandro befreien, das sehen wir dann morgen in der wahrscheinlich letzten Let's Play Session zu Call of Duty Modern Warfare 2 der Kampagne. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.